Mein Name ist Florian Lorenz und ich bin Auszubildender zum Eisenbahn- und Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg, mit der anschließenden Weiterqualifikation zum Fachwirt. Der Inhalt und die Aufgaben meines Ausbildungsberufes sind natürlich erstmal des Fahrdienstleiters in der Betriebszentrale, den Schienenverkehr auf den Schienen der Deutschen Bahn zu führen und zu leiten, aber auch intern das Eisenbahnwesen zu erkunden und auch unterrichtet zu werden, um halt den Betriebsablauf noch besser zu koordinieren und natürlich zu verstehen. Die Ausbildungszeit für den Fahrdienstleiter beträgt erstmal 2 Jahre plus ein halbes Jahr Praxiszeit und führt dann mit 2 Jahren Fachwirtausbildung fort. Die Vorteile der Deutschen Bahn sind erstmal die Größe für mich persönlich, weil durch die Größe ist es für mich ein sicherer Job. Ich bekomme wirklich mehr Geld und ich habe immer mit netten Kollegen zu tun. Die kleinen Höhepunkte, die mein Arbeitgeber mir gibt, sind zum Beispiel Freifahrten, Rabatte bei Sozialleistungen oder auch Vergünstigungen in der hauseigenen Cafeteria. Der Bewerber muss mindestens die Fachhochschulreife mitbringen, Abitur natürlich besser. Dann braucht er ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Verantwortungsbewusstsein und er sollte stressresistent sein. Der Bewerbungsablauf läuft so ab, dass man sich natürlich erstmal auf der Internetseite der Deutschen Bahn bewirbt. Dann folgt ein Online-Test. Wenn man dies bestanden hat, wird man zum Assessment Center eingeladen, wo man seine persönlichen Fähigkeiten nochmal unter Beweis stellt. Hat man dies auch bestanden, wird man dann nochmal extra zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und dann mit der Einstellung dann nach Hause zu gehen.